Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tormol und wir sind in der Eiswelt. Dort gibt es viel Gas. Wir haben das letzte Mal direkt eine sehr gute Stelle gefunden. Leider haben wir es dann am Ende ein bisschen versaut. Wir haben nicht alles verkaufen können. Wir haben auch nicht das ganze Gas rausbekommen, aber jetzt wissen wir, wie es geht und hoffen mal auf ein bisschen mehr Glück. Dann beginnen wir mal. Zwei Windschuhrotengänger. Fünf Pferde. Wo steigt der Preis? Auf beiden Seiten. Aber rechts ist er höher. Okay. Das beginnt sehr schön. Dann verkaufen wir auch direkt. Aber bitte links. Soll ich eine neue machen? Ich glaube, ich mache eine neue. Und dann gucken wir mal hier. Oh, sehr schön. Und der Preis ist gerade gestiegen. Das ist doch wunderbar. Da freut man sich. Da verkaufen wir erstmal einiges. Und dann setzen wir mal 4 hin. Kann ja nicht schaden. Und dann 8 Maulwürfe. Habe ich nicht gut gesetzt. Bisschen Pech gehabt. Naja. So, da unten haben wir Öl. Da haben wir an vielen Stellen Öl. Ich glaube, das mache ich von hier aus. Der findet das gleich. Nee, noch nicht. Hier drüben. Ja, okay, das haben wir auch schon gesehen. Es gibt sehr viel Öl hier. Muss man schon sagen. Ich glaube, ich mache hier 2 Zwischenschritte. So, und dann bohren wir mal darunter. Das ganze Feld ist mit Öl voll. Was schön ist, da passt gerade so eins dazwischen, aber wir haben auch nicht genug Geld, also egal. Das können wir noch verbessern. Also das wird nicht schaden. Wir werden wohl ein bisschen verkaufen müssen, damit wir hier vorwärts kommen. Auf beiden Seiten sind die Preise nicht sonderlich gut. Aber dafür können wir leider nichts. Okay, ich will nicht unbedingt... Nee, ich will nicht unter 80 Cent verkaufen. Also überhaupt gar nicht. Der hat was gefunden. Schau mal nach. Jetzt hier auch noch ein paar Maulwürfe hin. Einfach überall an Stellen, wo noch gar nichts gefunden wurde. Okay, da. Wir haben Sichtkontakt. Ich glaube, hier ist ein Gestein. Kann das sein? Ja, da ist Gestein. Müssen wir also gucken, wie wir da durchkommen. Okay, also es war ein kleineres Stück. Und die Silos sind voll. Verkaufen mal. So. Und dann vergrößern wir auch direkt die Wagen. Wobei, ich weiß gar nicht, ist das Gas? Nein, das Öl. Kann ja sein. So, Gas, Gas, Gas haben wir. Ein kleines Stück. Theoretisch können wir es auch jetzt schon vergrößern. Vorher gucken, wie groß es ist. Okay, es ist ziemlich klein, aber wird schon klappen. Der Preis bleibt weiterhin gut, das ist erstaunlich. Aber wahrscheinlich auch nicht mehr lange. Aber wir legen noch ein bisschen frei. Dann können wir schön sehen, wie das größer wird. Ich glaube, ich sende nochmal 2 hier los. Die schauen dann nochmal nach. Ansonsten würde es sich auch kaum lohnen, hier das Gas noch zu vergrößern. Das mache ich auch mal.
mit größeren Ruhmperlen noch ein Gasvorkommen. Das wollen wir natürlich auch vergrößern. Da werden wir aber noch ein bisschen warten müssen wahrscheinlich, bis wir weit genug drunter kommen. So, ich würde vielleicht ein neues Silo machen, aber noch nicht unbedingt verbessern. Denn wir haben auch wirklich nicht mehr viel hier. Also ihr seht, es ist quasi schon voll. So, hier brauchen wir durch Felsen bohren. Ich würde das hier zumachen. Das hier zumachen. Verbinden. Verbinden. Weil, ich weiß nicht warum, aber irgendwie entweicht Gas in die leeren Ölvorkommen. Und das wäre ich halt ungern. So, hier können wir schon weit genug runtergehen. Auf der anderen Seite noch nicht ganz. Die verbessern wir auf jeden Fall. So, das hier wahrscheinlich auch gleich. Das und das. Und dann bringen wir das einfach einmal drumherum. Muss aber alles noch ein bisschen warten. So, das hier ist fertig. Und jetzt schauen wir noch, ob wir ein bisschen tiefer kommen. Gibt es hier noch Gas? Wäre natürlich interessant. Ich glaube, die würde ich dann auch nicht mehr vergrößern. Oh, das wird nicht besonders groß wachsen. Kann ich leider nicht verändern. Versuchen wir es mal. Ein kleines bisschen wird es aber noch. Gibt es hier hinter was? Nö. Ich habe natürlich drauf gedrückt, direkt danach. Das hilft immer sehr gut. So, Oktober. Ja, hier war leider nicht so viel Öl. Muss man schon dazu sagen. Falsche Seite. Einmal dort bitte. Dann vergrößern wir das direkt. Dann vergrößern wir das direkt. Können wir auch wieder öffnen alles. Ich würde sagen, los geht's. Ich würde diesmal auch warten, bis fast alles weg ist. Das sind ja ziemlich große Vorkommen jetzt. Und dann würde ich jetzt starten. Nochmal drei Pferde. Ich meine, ihr seht, das Gas fließt immer noch. Und das haben wir praktisch perfekt abgepasst. Okay. Sehr schön, sehr schön. Ja, da haben wir alles geschafft. Haben schön ein bisschen das Gas vergrößert. Nur 28.000. Es war ein vergleichsweise schlechter Boden. Also beim letzten Mal hatten wir wirklich Glück. Beim ersten Versuch. Ja, 1,67 $. Nichts verloren, nichts verpasst. War ganz gut, am meisten für die Rohre ausgegeben. Macht ja auch irgendwie Sinn, wenn wir jetzt diese Ringe drumherum machen. Oh, tatsächlich hat Daisy eine ganze Menge Geld verdient. 17.000, wir haben nicht mehr das Doppelte. Schade. Oh, das nehme ich mit, 95 Cent sind sehr schön. Und dann schauen wir mal, Landauktion. Starten wir, ja, alle siedeln sich hier unten an. Ich würde tatsächlich hier hingehen, damit die 36 und die 41. Ich hatte nur eine 26, aber habe immer noch mehr Geld verdient als Daisy, die einen sehr guten Boden hatte, also, naja. Was hat er sich geholt? Ah, keine Ahnung. Wir haben gefühlt gar nichts im Vergleich zu mir, also ich habe ja natürlich alles. Aber die haben nicht mehr die Möglichkeit, um das Gas zu vergrößern. Schon ein bisschen schlecht, ein bisschen schwach. 7%. 7% sind natürlich eine ganze Menge. 35.000 würde ich ausgeben. Aber niemand hat mehr als 30.000, deshalb bezahle ich einfach nur 30.000. Kann ja nicht schaden. Ich meine, es macht ja Spaß, reicher zu sein als die anderen. So. Daisy hätte es kaufen können, so ganz knapp. Aber
Ja, dann haben wir es eben. Wir haben 45%, das heißt, wenn wir weitere 6% kaufen, dann gehört uns quasi die Stadt, beziehungsweise das, was hier aufgebaut ist. Das kann man gerade so Stadt nennen. Ja, machen wir weiter. Mit einem zweiten Versuch. Hoffentlich ein bisschen mehr Öl diesmal. Das letzte Mal war ja wirklich wenig. So, links ist ein schöner Preis. Muss nur noch schnell Öl kommen. Ah, super. Das mag man doch, das mag man doch. Oh, ich würd tatsächlich von hier aus weiterbauen. Oh, sehr schön. Also, wenn es so gut läuft, dann macht es Spaß. Dann freue ich mich natürlich auch direkt. Und dann bleibt der Preis noch schön eine Weile. Das ist doch wunderschön. So, setzen wir mal einen Maulwurf hin. Für viel mehr haben wir auch gerade kein Geld. Aber ein bisschen kann man die schon rausschicken. Ein kleines Silo. Zweimal aufstocken. Wir haben Öl gefunden. Hier gibt es wirklich viel. Okay, verkaufen wir nicht weiter links, sondern stattdessen rechts. Ist das eins? Es ist eins. Es ist ein gigantisches. Oha. Oh, das ist sehr schön. Darauf freut man sich. Jetzt müssen wir richtig gut planen. Und planen tun wir am besten, indem wir gerade so genug Platz lassen für eine Billboard-Plattform, die wir auch direkt bauen. Dann gucken wir mal hier unten. Ja, okay, da haben wir noch nichts. Aber da. Sehr schön. So, ja, okay. Reicht auch erstmal. Im Notfall können wir immer verkaufen rechts. Senden wir mal ein paar Maulwürfe raus. Es ist immer gut, ein paar Augen mehr zu haben. So, kramen wir mal durch die Gegend. Da unten machen wir mal ein paar Einzelschritte. Vielleicht reicht das auch schon. Ah, nicht ganz, aber egal. Eins. Oh. Nicht mehr genug Geld. Oh nein. Schade. Verkaufen wir links ein bisschen. Da steigt es gerade auf über einen Dollar. Dann verbessern wir das hier mal. Verbinden das. Verbessern damit die Rohre. Ah, da, das hat er gemeint. Oh Mann. Der Preis steigt auf 1,46 $. Das kommt selten vor. Wir hauen direkt noch ein paar Pferde hinterher. Vielleicht können wir die auch direkt verbessern. So. Dann können die mehr rüberbringen. 1,50 $. Ich weiß nicht, ob das so oft natürlich vorkommt. Na, eigentlich verkaufen wir noch. Also wirklich eine Menge. Wir scheinen auch eine Menge Öl zu haben, also machen wir es mal. So, noch ein bisschen Maulwürfe. Ich würde auch schon langsam anfangen hier. Okay, das ist wirklich winzig klein. Ich gehe mal direkt hier hinter. Dann machen wir so. So. So und ja, ich würde es tatsächlich zwei machen. So. Und dann vergrößert sich das auch direkt. Mal schauen. Diesmal ein bisschen vorsichtiger. Schicken wir da noch ein paar hin. Die scheinen hier überall Öl zu finden. Okay, holen wir uns durch Felsenbohren. Wir machen hier irgendwie eine Abzweigung oder so. Dann wahrscheinlich hier unten. Ja, machen wir es so. Nein, so viel wird das jetzt hier auch nicht sein. Verbessern wir das, verbessern wir das. Wir müssen dringend neue Silos bauen. Oder verkaufen. Aber wir bauen lieber Silos. Kann ich da eins reinquetschen? Sehr schön. Aber da geht keins mehr rein. Das heißt, im Notfall müssen wir wirklich verkaufen. So, wir waren hierbei. Außerdem, ja, das zurück in die Ecke.
glaube, ich gehe von hier aus. So. So. Ah, mit dem Stein wird es schwierig. Moment. Da gibt es noch keinen Bohrer dran. 300. Ja, verbinden wir das. Dann können wir eben auch mit durch den Felsen bohren. Ja. Kein Problem. Erweitern wir das gleich. Da haben wir es verbunden. Und dann können wir das hier auch abschließen. Und so. Oh, wir müssen dringend ein bisschen verkaufen. Nehmen wir mal von allen eine Wagenladung voll. Oder ein paar mehr. Ich meine, wir haben noch einiges an Öl im Boden. Preis ist halt auch ziemlich gut. Deshalb. Okay. Ich meine, wir werden noch höhere Preise bekommen, also. Daher würde ich mir jetzt nicht zu große Sorgen darum machen. Wir können das hier auf jeden Fall schon mal verbinden. Und dann können wir das hier zumachen. Vielleicht haben wir sogar ein bisschen zu viel verkauft. Egal. Das verbessern. Dann dahin bauen. Dahin bauen. So, das ist fertig. Können wir das öffnen. Das öffnen. So. Und dann müssen wir nur noch das zweite groß genug machen. Sind aber auch wirklich jetzt gigantisch. Ich weiß, ich verschwende eine Menge Geld drauf. Ich frage mich, wie groß sie eigentlich werden können. Also wenn man theoretisch so ein gigantisches Viereck da drum macht. Komm schon, irgendwann ist es auch fertig. Okay. Dann schauen wir mal, wie hoch der Preis werden kann. Ich glaube, packen wir mal noch 4 Pferde dahin. November schon. Wir kriegen das Gas nicht schnell genug raus. Ich würde vor allem schon, ja, dorthin das Öl rausholen. ...23. Ich weiß tatsächlich nicht, was das Maximum ist, was wir hatten. Preis steigt immer noch. Müssen aber auch verkaufen. ...388... 93, 92, 93, 393 war hier das Maximum. Ich glaube, wir müssen tatsächlich auch größere Rohre machen. Okay. Da haben wir alles. Lief ganz gut. 74.864. Ja, das war ganz in Ordnung. Profit natürlich am Ende schön nach oben geschossen. 2,08, also 2,08 Dollar pro Fass. Das ist ganz in Ordnung. Ich glaube, das können wir beim nächsten Mal nochmal erhöhen. Und dann würde ich auch gerne nächstes Mal herausfinden, wie groß die Gasvorkommen auch wirklich werden können. Ich meine, wenn man so ein gigantisches Quadrat da drum macht, dann sollte es ja theoretisch sehr, sehr groß werden. Rohre 6.000 ausgegeben, Wagen 3.000, ansonsten nichts weiter, haben alles rausgeholt, also lief doch ganz in Ordnung. So, Profite vergleichen, ja, wie immer. Daisy hat fast 18.000, heißt, wir haben hier das Vierfache, ja, etwa das Vierfache, und die anderen beiden haben deutlich weniger. Schauen wir mal nach. Schrecklich. Also,
da werde ich, nein, also nur nein. Nö, da werden wir nichts machen. Gibt's nichts groß zu tun. Start. Unten gibt's Diamanten. Das könnte ganz interessant sein. Ich glaube, ich gehe hier hin. Vielleicht gehen wir doch dorthin. Okay. Dann gehen wir unten hin, suchen das nächste Mal nach Diamanten. Daisy hat sich irgendein Upgrade geholt. Okay. Und dann haben wir die Aktienauktion. 4% der Aktien. Das heißt, dann hätten wir 49%. Also schon knapp unter dem, was wir benötigen. Das heißt, nächste Woche werden wir wahrscheinlich Bürgermeister. 4%, das sind 20.000. Werden wahrscheinlich ein bisschen drunter gehen können. Aber ich würde nicht die 20.000 ausgeben, die sie hat. Und selbst wenn. Da, 15.200. Das läuft auch. Und ja, das war's dann mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst mal ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.